Tischusuel ist für mich das Wichtigste. Es ist was mit dem Herz und dem Kopf gespielt wird. Das heißt, strategisch ist der Kopf sehr wichtig. Das Herz ist aber genauso wichtig. Ich bin Tischfußball-Weltmeister, Europameister, Champions-League-Sieger, mehrfacher deutscher Meister. Ich war mit 20 das erste Mal mit meinen Freunden am Kickertisch, habe mir das angeguckt, wie schnell das ist, wie anders das ist als alles, was ich bis dahin gemacht hatte. Und das hat mich irgendwie fasziniert und habe ich gesagt, okay, ich möchte das gerne öfter machen und hatte das Glück, dass es da ein Ligateam gab. Die haben mich dann relativ schnell unter ihre Fittiche genommen und mir ein gewisses Talent nachgesagt, was ich dann natürlich erstmal nicht wahrhaben wollte. Und dann stimmte das anscheinend. In 2008 habe ich Kickercode übernommen und habe aus einem ganz, ganz kleinen Shop den Shop gemacht, der er heute ist. Also es war die beste Entscheidung jemals, die ich getroffen habe, das zu machen, das zu wagen. Ich war erst 23 Jahre alt, war dementsprechend sehr jung und unerfahren, habe es aber einfach gewagt und bin mittlerweile auch sehr stolz darauf, dass ich es getan habe. Und heute könnte ich mir mein Leben eigentlich nicht besser vorstellen. PayPal nutze ich seit dem ersten Tag. Für mich als Händler sind die schnelle Liquidität, die einfache Integration und natürlich auch der hohe Bekanntheitsgrad von PayPal von Vorteil. Aktuell bieten wir den PayPal Express Button, der wird hauptsächlich von Privatkunden mobil genutzt. Also für mich als Händler ist es halt extrem wichtig, dass die Kunden schnell bezahlen können. Ihre Daten sind bereits hinterlegt und ist im Endeffekt nur ein, zwei Klicks. Und mit PayPal Plus bieten wir die Zahlung per Lastschrift, Kreditkarte, Rechnung und PayPal. Das hat auch sehr positive Effekte auf den Umsatz gehabt, da ich einfach mehr Zahlmethoden anbieten konnte, als die ich vorher im Shop hatte. Man hat so ein gewisses Kribbeln in den Händen, das kann man auch nicht abstellen. Das heißt, es gibt diese Situation nicht zu spielen, über Wochen hinweg nicht. Irgendwann kommt dieses Kribbeln und man sagt, okay, jetzt muss ich auch mal wieder spielen. Ich bin Oke Harms von Kickercode.